So, schauen wir mal hier. Der Bierwurf hat ja richtig vorgelegt, schon schwarz-weiß. Und ein paar richtig tolle Order hat er ausgezogen, ne? Ja, zwei Ja, Pump aber Lights. auch. Was ist das für ein Spiel? So, unser lieber Gastgeber hier. Du bist ja mehr Gastgeber, ich habe bloß getrunken gestern. Ach so. Lass mal machen. Weißt du, warum du es machen musst? So haben wir doch jetzt Alles gemacht. klar. Ist ein Schlachtfest heute. Apropos Schlachtfest, Einhorn-Schlachtfest ist eine geile Karte. Die wünsche ich dir. Ja, die ist gut. Ja, die ist gut. Nee, ist es nicht. Memory Labs. Sagt Frau Hase, Einhorn-Schlachtfest ist keine tolle Karte. Nein, Einhorn-Schlachtfest ist keine tolle Karte. So, dann. Mesa-Falken. Spielbar. Zum Thema Einhorn-Schlachtfest ist keine tolle Karte. Grüße von Frau Hase. Minotauren-Deck können wir basteln. Dwarven-Trader. Mystic Decree, das ist eigentlich eine gute Karte. Aber wenn ich es nicht brauchen könnte, jetzt schon mal. Orc des Loops Flying. Kann man? Schauen wir mal. Oh ja. Hätte der ein bisschen andere Mana kostet, mal ein weißes und vier, dann wäre das eine Pflichtkarte damals gewesen. Ja, schwierig, wenn ich Mystic Degree und die spiele, ist schwierig. Schwierig. Gut. Hast du gerade schwierig gesagt? Ja, ich weiß nicht, wo ich das her habe, ich habe keine Ahnung. Schwierig. So, was macht man hier? Fallen Empires? Ja. Ein guter Auftakt für dein mono-weißes Deck. Das ist resealed, glaube ich, gewesen. Ja, ganz genau. Fallen Empires ist sehr berühmt dafür, dass man es resealed hat und die ganzen Rainbow Whales rausgeholt hat. Es kommt mit Pokémon, kommt jetzt. Ja, richtig. Richtig, genau, ja. Rebacked mit der Magic-Rückseite. Oh, das ist ein tolles Artwork, ne? Ja, das ist schön. Draconian Silex. Okay, wir gucken mal. Derrenor. Oh, oh, der ist gut. Das war ein Mordsklopper, ja. Ich habe mal gehört, schwarz-weiß kann man sehr gut spielen. Ah, your Blacksmith costs another. Ja, dann spiele ich halt nur den. Kann man mal machen. Und einen Sumpf. Besser. Dieses Artwork. Sieht aus wie so eine Losbude irgendwo, so, wenn du mit dem Hammer draufhaust. Irgendwie so. Ah, das ist. Er hätte jetzt nicht mehr vermutet, aber es ist halt. Ja, gut. Jasper Morphos ist toll. Ich finde auch. Nur das Bild ist ein bisschen eigen. Ja, das stimmt. Aber das liegt an dem grünen Rahmen, glaube ich. Eher. Wenn es einen schwarzen Rahmen wäre es viel cooler. Dann würde es zu Geltung kommen, glaube ich. Schwarze Pilze und dunkel. Ja, auch eine von den Karten, die ich nie verstanden habe. Elvis Scout. Ja, die schaut ganz hübsch aus, die Dame. Necrit. Necrit und. Ja, Homelands war einfach Homelands. Nein, das ist voll Empires. Das ist voll Empires. Das ist meines Erachtens noch wesentlich schlimmer als Homelands. Naja, die Dinger sind halt ganz gut. Die Knights sind halt Komm, Baron Senge, auf geht's. Ich will heute mal sehen. Ich will einmal aus der Packung kommen sehen. Und Kochkuchenfälle. Die sind super. Die spiele ich sogar in meinem Brawl Deck. So. Cemetery Gate. Die habe ich damals gespielt. Ah, das hatte nichts an. Nicht so schlecht. Ja. Nicht so schlecht. Die ganz entscheidende Karte gegen. Noch ein Mesa-Falken? Na gut, du kannst weiß Flieger spielen. Schau mal. Ja, brauche ich. Ja, wie heißt denn diese Frau da, diese Falken? Punkt. Rebecca, ist das eine Legende? Nee, das, nee, diese Falknerin. Irgendwas da. Schau mal. Ja, die hey, du könntest einen Sarah's Avery ziehen. Ja, diese Vogelpark, ne? Sarah's Vogelpark. Sarah's Vogelpark, oh, noch ein Flieger. Ja, blau Flieger. Ja, das ist ein super Deck. Und? Oh, das ist gut. Ganz ehrlich, in diesen ganzen Packs sind keine mehrfarbigen Länder drin. Das ist die Chance, die du hast, was mehrfarbig zu spielen. Genau, wenn du 17 Länder draußen hast. Aber leider die falschen Farben. Ja. Wer spielt denn freiwillig grüne Magic? Da haben wir es schon wieder, weißt du? Oh, die sind gut. Nicht schlecht, nicht schlecht. Die sind gut. Die Geisterhunde. Blau-Weiß Flieger ist doch ja der Klassiker. Absoluter Klassiker. So. Wer hat drei Flieger im Deck? Ich habe das Blocken.
Klappt eigentlich immer gut. The Subway to Sally? Ja. Hallo, da war ich auf jeden Konzert damals in Nürnberg. Subway to Sally. Wir haben mal richtig gute Musik. Top the Dämon, Originalpulli von 94. Geil. Ja. Klar, was? Das hast du halt nicht. Ja, klar. Und ich weiß nicht, ob 94. So. Hallo, aufpassen da auf den billigen Plätzen hier. Was ist? Oh, Schunk, Schunk. Mensch. Papa Schlumpf. Das wird episch. Keepers of the Faith. Okay, ja, ja. Das geht schon gut los. Das ist wie Riders of the Storm. Keepers of the Faith. Like a duck without a bone. Nicht? Sehr gute Karte. Transmogrant. Transmogrant. Ich würde gerne einen doppelten Transmogrant mitschicken. Auf geht's. Die Trans. Ist das Österreich? Ja, ich habe damit so Spaß gehabt mit den Goblins auf dem Start. Ja, dann. Das ist doch eine super Karte für das Gute. Das ist doch spitze. Kann so schief gehen. Ja. Das Universum ist so grün. In Monoblau, das ist ein gutes Pack eigentlich bisher. Little Island Walk. Verteilen. Und. Oh! Powerplant, hatten wir schon mal eben. Ich hab alle Powerplant, ja. Okay, schwierig. Ja. Bumerang! Also du musst Weiß-Blau spielen, es tut mir leid, es hilft alles nichts, das wird super. Ein super Deck. Wall of Vapor, kannst du auch spielen. Die kriegt keinen Schaden von Kreaturen, das ist klasse. Dann spielen wir Weiß-Blau-Schwarz, super! Brauchen wir noch eine schwarze Kreatur dazu. Und Abu Jafar, das ist auch gut! Boah, Fleck, ey! Mega! Guck dir den drei Karten schwarz, ne? an, alles spielbar. Super, also das wird ein schönes Deck. Du hast noch nicht mal Ice Age aufgemacht. Ja, da sind nur grün und rot drin. Ja, nee, aber da kann ja nichts mehr schief gehen. Also da kann, das ist ein schönes Deck. Richtiger Spaß zu spielen. Ja, schwarz-weiß gegen euch. Ja, mal abwarten, ne? Ja, und dann hätte ich hier den solche wie den Lobby gehabt und der hätte mir alles abgezockt. So, Jan, die ist nix wert, die ist schlecht, die spielt Deckin. Wer spielt denn Deckin Blackblade, hä? Naja. Ach, wie schön. Ja, ja, Draften, ne? Vor allem, weil es dein Event ist und dein Wunsch war, freue ich mich, dass du so geile Karten gezogen hast. Und es wird so das geiles Decken Blackblade Deck. Wir werden trotzdem verlieren, aber. Also, außer er kann natürlich spielen und baut schlecht. Spielen kann, das wissen wir ja, aber. Dass ich eine Spieler eben, das ist ja kein Geheimnis. Aber wir mögen ihn ja trotzdem. Wir mögen ihn ja gerade deswegen. Das ist perfekte Kanonenfutter. Aber ich kann die Leute beleidigen. Das ist ja schön ein Anfang. Genau, genau. So ein bisschen Trash-Talk geht immer. So, und jetzt kommt Eisenstab. So. Wow, super! Wow. Hör mal, läuft doch! Das ist unglaublich! Ja. Oh. Ich wollte gerade sagen, Die hatte sich alle resealed. Den kann man sogar spielen, grünen Deck. Ja, gut, aber ich spiele ja keinen grünen. Clock of Confusion. Das ist wieder so viel Text. Weiß auch keiner mehr, was das macht. Steht drauf. Ja. Reading the card, explain. Ja, super, das ist doch super. Bounce Spell. Kannst du auch gebrauchen. Und eine zweite Bounce Spell. Ja, und du hast was zieht der Typ für gute Karten, ey? Das passt alles zusammen. Komm, eine Necro. Nur noch eine Necro, dann läuft dein Ding. Ja, aber pass auf. Die ist aber da hinten mit. Warte, halt mal. Die muss ja hier sein. Noch ein Mystic Remora und eine Necro. Oh, Wahnsinn, ey. Okay. Ja, das ist auch ein brauchbares Kärtchen zu spielen. Also Splash grün mit drei Farben? Nein. Splash, Mann. Spiel einfach fünffarbig. Du packst von jeder Farbe drei Länder rein und dann läuft das. Legendary Forces in Monoblau, eine absolute Kraft. Die ist unglaublich gut. Aber naja, normal ist es scheiße, aber in Ice Age Block Construct. Hallo, ich hab keine Ahnung. Du musst dann kumulativ versorgen, ja. Schaut aus wie diese von Flash Gordon, diese Adlerkriege oder was. Ah, der über die Soundtracks von Queen. Der ist auch blau-schwarz. Was? Super. Der ist gut. Hammergut. Brian Shaman. Heißt das Shaman oder Shaman? Keine Ahnung. Fremdschämen. Ja, genau. Der Fremdschämen. Und weiß. Fremdschämen. Passt auch. Ja gut, Target Attacking Creature. Das ist so friedlich für dich. Ja. Geiles Artwork vorne. Sehr geiles Artwork. Oh, Hammer. Bitte Thomas. So, dann. Ja. Was geht jetzt noch? Das müsste die Rare sein, oder? Vielleicht. Nee. Das ist so. Oh, super! Hallo! Nur 7 Blocker? Das sind Gun-Commons, was du da hast. Das müsste die Rare sein. Mhm. Target as long as any opponent controls black cards. Wow! Also! Mach die was! Du hast super gesagt. Target Snow-Covered Land becomes a non-Snow-Covered Land. Ich will einen sehen, der Snow-Covered Land zieht. Du hast noch 3 Chancen.
Ein super, super Grundstock für ein cooles Deck. Kannst du nichts sagen. Ist top gezogen. Bravo! Super gut!